In diesem Video erklären wir euch, was der alte Goethe mit Morphologie zu tun hat und wie euch das bei unseren Videos weiterhelfen kann. Jedes Lebendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit. Selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt es doch eine Versammlung von lebendigen, selbstständigen Wesen. Also das sagt zumindest der alte Goethe. Er spricht an dieser Stelle von Pflanzen, und zwar leitet er mit diesen Worten seine naturwissenschaftlichen Schriften zur Morphologie, also zum Aufbau von Pflanzen ein. Was genau hat das jetzt aber mit Linguistik zu tun? Hier sehen wir einen Wald. Dieser besteht aus verschiedenen Pflanzen, wie unterschiedlichen Baumarten, Sträuchern, Gräsern und so weiter. All diese Pflanzen haben eine bestimmte Funktion innerhalb des Systems Wald. Genauso verhalten sich auch unterschiedliche Wörter in einem Satz. Da gibt es Verben, Nomen, Adjektive und so weiter. Greifen wir uns nun einen Baum heraus. Wir können feststellen, dass dieser wiederum aus einzelnen Bestandteilen besteht. Er ist also kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit, wie Goethe schreibt. Er besteht aus Blättern, Zweigen, einem Stamm, Wurzeln und so weiter. Auch diese haben eine ganz bestimmte Funktion für die Pflanze. Genau wie sich Pflanzen in kleinere Bestandteile zerlegen lassen, lassen sich auch Wörter in weitere Segmente aufteilen, die bestimmte Funktionen erfüllen. Wie wir dabei vorgehen können, ist Thema des nächsten Videos.